Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Final Fantasy 14 Online. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst. Und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Wir reden mit Musosai oder Musosai? Keine Ahnung. Potato, ich habe bereits auf dich gewartet. Wie scheint, hast du weitere Fortschritte bei deinem Training gemacht. In Ulda und in Limsalominsa hast du den Weg des Samurai beschritten und mitgeholfen, das Böse zu bekämpfen. Wir werden sehen, wie steil der Weg wird, den wir hier in Credania zu erklimmen haben. Übrigens, hast du Momotsugo irgendwo gesehen? Er ist nicht zurückgekehrt, seit er sich so abrupt verabschiedet hat. Womöglich ist er während des Sammelns von Informationen in irgendwas Übles hineingeraten. Kannst du dich bitte auf die Suche nach ihm machen? Hör dich in der Stadt um, ob nicht jemand einen Lanafell mit Hut gesehen hat. Dann hören wir uns mal um, ne? Haben Sie einen Lanafell gesehen? Mit Hut? Oder nackter Mann im Gebüsch, was wir letztens hier gesehen haben in Credania? Na, guck mal hier. So. Ein Lanafell mit Hut? Abenteurer laufen hier viel herum. Auf die diese Beschreibung passt, aber von einem Veranstalter wüsste ich jetzt nichts. Bam, ba, da, 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 da. Lanafell, da drüben schlummert gerade einer, aber ich würde dir viel lieber von den Gebietern erzählen. Sie umgeben uns jederzeit und wachen über den Wald der Einkehr. Nee. Das wollte ich nicht machen. Was ist das denn eigentlich für eine Quest? Ah, das Revolverklinge. Okay. Du bist auf der Suche nach jemandem, der gerne Wettgeschäfte veranstaltet. Ja, so einen haben die Leute von der Bruderschaft am Morgen wie vereinkassiert. War ein Lanafell, aber ich kann mich nicht entsinnen, ob er einen Hut auf hatte. Was sagst du da? Er wurde von der Bruderschaft der Morgenweeper abgeführt. Hat er sich etwa was zu Schulden kommen lassen? Dafür muss es eine plausible Erklärung geben und die erhalten wir bei der Bruderschaft der Morgenweeper. Ja, das Samurai ist schon eine coole Klasse. Ob wir kürzlich einen Lanafell verhaftet haben, ihr sprecht sicherlich von Momotsugo. Er hat hier früher Leute mit Betrug um ihre Gilde gebracht. Es waren keine großen Summen, aber er wurde gesucht und als wir ihn sahen, da haben wir ihn gefangen genommen. Allerdings könnt ihr nicht mit ihm sprechen, denn er hat die erste Chance genutzt, um zu entkommen. Er ist in Richtung Nordwald zum Stolzbach geflohen, als wir ihn aus den Augen verloren. Ziemlich gefährlich dort, wegen der vielen Ixal. Ich habe bei meiner Vorgesetzten beantragt, einen Verfolgungstrupp zu entsenden, aber wegen der Gefahr eines Zusammenstoßes mit den Ixal ist immer noch keine Entscheidung gefallen. Wenn er ein Freund von euch ist, könnt ihr ihn nicht suchen gehen. Uns bleibt gar nichts anderes übrig. Los, Potato, auf in den Nordwald. Auf in den Nordwald, Leute, auf in den Nordwald. Auf geht's. Auf geht's, ab in den Nordwald. Chica, 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 chaka, chaka. Wir werden auch noch eine andere Klasse anfangen demnächst. Der Weise. Ich muss nämlich auch noch eine Heilerklasse machen. Und da werde ich noch die Startquest mit euch machen und dann level ich den. Aber ich muss, wir müssen. Nee, der hat ja nur dann Klassenquest bis 80, ne? Oh nein, Ixal. Bam, badam, 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 bam, 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 bam. Der ist ja weggelaufen. Wieso läufst du denn weg? Ah, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ich bereise mit euch die Welt, um das Böse auszumerzen, obwohl ich selber schlimme Dinge angestellt habe. Ich habe mal ein Konzert im Amphitheater in Credania organisiert, doch kurz vor Beginn der Veranstaltung hat sich der Sänger einfach aus dem Staub gemacht, mitsamt seiner Gage.
Die Einnahmen der Eintrittskarten hatte ich bereits ausgegeben, um Schulden zu begleichen. Mir blieb nichts anderes übrig, als mich ebenfalls davon zu machen. Wirst du mich jetzt auch richten? Du hast aus Eigennutz Unschuldige um ihr Geld gebracht. Eine solche Tat kann ein Samurai nicht so einfach vergeben. Und den Tod hat er nicht verdient. Was? Nein. Ein Schrecken eingejagt haben wir ihm. Oh, ich lebe noch. Alles noch dran. Ich habe das Böse von dir getrennt. Du hast etwas angestellt, doch in Ulda und Limsalominsa hast du mitgeholfen, Verbrecher zu überführen, die weitaus schlimmere Dinge getan haben. Ich möchte, dass du mir schwörst, auch weiterhin mit diesen guten Einstellungen als Böse zu bekämpfen. Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist. Ich werde nie wieder etwas Verwerfliches tun und auch wenn ich kein Katana trage, werde ich alles tun, um die Pflicht eines Samurai zu erfüllen. Du hast hoffentlich noch nicht alles verprasst, was du in Ulda mit meiner Hilfe eingenommen hast, oder? Du wirst nun das Geld zurückzahlen und dich entschuldigen. Wenn du Reue zeigst, werden sie dir vergeben. Sobald du deine Tat wieder gut gemacht hast und dein Herz rein ist, können wir unsere gemeinsame Reise fortsetzen. Schließlich wären wir ohne dich niemals so weit gekommen, Momotsugo. Ich darf euch weiterhin begleiten? Danke! Ich verspreche, dass ich meine Schulden begleichen und mich bei allen aufrichtig entschuldigen werde. Er hat nicht in böser Absicht gehandelt, sondern war nur töricht. Wir Samurai streben danach, die Welt von ganz anderen Schurken zu befreien. Richtigen Schurken. Jedenfalls haben wir nun auch in Gridania ein verhältnismäßig kleines Übel beseitigt. Puh, das Umherwandern im Wald hat mich erschöpft. Selbst das schärfste Katana kann einen Samurai nicht vor dem Alter schützen. Ich will ehrlich mit dir sein. Ich habe den weiten Weg aus Higashi nicht nur auf mich genommen, um hier in Eosea einen Schüler zu finden. Es gibt noch einen weiteren Grund. Ich will einen Samurai namens Kogarashi richten, der aus meiner Heimat verbannt wurde. Kogarashi ist irgendwo in Eosea untergetaucht, doch ich habe noch keine Spur entdeckt. Er ist so furchtbar stark, dass nicht einmal ich gegen ihn ankomme. Deshalb habe ich nach einem so talentierten Schüler wie dir gesucht. Er ist der Inbegriff des Bösen und ich hätte ihn beinahe besiegt, als ich die Gelegenheit dazu hatte, doch mir fehlte die Kraft. Jetzt geht es mir wieder besser. Lass uns auch in die Stadt zurückkehren. Ich hätte das Event übrigens zuerst machen sollen, weil es gibt da nämlich so Glam, also Parts, die man nur optisch trägt, die perfekt zum Samurai passen. Aber das werden wir dann alles nachher machen. Ich habe alles zurückgezahlt und man hat mir vergeben. Nun kann ich mich endlich wieder unbeschwert durch die Straßen dieser wunderschönen Stadt bewegen. Da unsere Arbeit hier nun getan ist, würde ich sagen, dass unsere Reise weitergehen kann. Der Wind weht Richtung Norden, zu den Bergen. Momotsugo, gibt es dort eine größere Stadt? Wenn man den Wald durchquert, kommt man nach Ishgard. Folgt mir einfach, ich kenne den Weg. Ich schläge gerade, ob wir das Event jetzt eben machen. Wo startet das Event denn? Startet das in Dimsa? Wegen des Glams halt, ne? Wäre schon eine gute Idee, ne? Da kann ich den Part des Samurai neuen Kleider nennen oder so. Ich finde es schön, Final Fantasy hat mittlerweile auf YouTube echt durchgehend so 10 bis 15 Aufrufe. Ich bin echt hin und weg, ne? Krass. Echt krass. Leute gucken das wirklich. Hallo! Ich glaube, ich mache die Musik noch ein bisschen oder das Spiel einfach ein bisschen lauter nochmal. Dieser Auftrag ist nur für die Dauer des saisonalen Ereignisses verfügbar. Der Hasenminister ist auf der Suche nach jemandem mit einem offenen Ohr. Da hat er eine perfekte Person getroffen. Ich grüße dich! Deiner einzigartigen Kleidung nach zu urteilen, musst du ein Abenteurer sein. Wenn dem so ist, gäbe es eine Angelegenheit, die ich gerne mit dir erörtern würde. Die Rüstung, die er trägt, kann man haben. Außer, also das mit der Kappe auch, aber die muss ich ja nicht tragen. Ah, aber wo bleiben denn meine Manieren? Ich bin der Hasenminister, ein Mitglied einer fernöstlichen Delegation aus Higashi. Wir reisen Jahr für Jahr über das Meer, um den Bewohnern Eoseas unsere Tradition der Himmelswende näher zu bringen. Meines Wissens glaubt man in diesen Breiten, dass die Götter am Ende des Jahres einen der ihren auserwählen, der als Verkünder des Glücks dienen soll. Im fernen Osten wird keinem Gott, sondern einem von 12 großen Tieren diese Ehre zuteil.
In diesem Jahr ist es offensichtlich der Hase. Zu früheren Feierlichkeiten der Himmelswende haben wir Kabutos im Stil des heiligen Tieres des jeweiligen Jahres mitgebracht. Doch du wirst sicherlich erfreut sein zu hören, dass wir diesmal nicht nur Kabutos, sondern auch die dazu passende Rüstung im Gepäck haben. Falls du dich wunderst, ich trage gerade selbst die Rüstung, die wir im Angebot haben. Beeindruckend, oder? Du hegst sicher den Wunsch, dir selbst ein solches Set zuzulegen, nicht wahr? Und guck mal, come on, das ist zwar jetzt kein... Doch, das ist ein Samurai-Set, oder? Wie hieß das andere nochmal? Es gab doch Samurai und ne Ninja und was gab's noch? Ach, was, das gab doch noch so was Drittes. Oh. Egal, aber es sieht, glaube ich, gut aus für einen Samurai. Wenn dies der Fall ist, solltest du mit dem Wahrsager in der Nähe des Sturmtors sprechen. Auch er ist Mitglied des fernöstlichen Delegation und wird dir sicherlich gerne eine Rüstung überreichen, wenn du seiner Bitte nachkommst. Wie sie alle hier stehen. Oh, hallo. Ich vermute, du hast bereits mit dem Hasenminister gesprochen und bist bereit, für uns deine Hilfe anzubieten. Bevor ich jedoch eine Bitte an dich richte, möchte ich dir eine Frage stellen. Hast du schon mal von der Omikuchi gehört? Omiku was? Das Omikuchi, mein Lieber, das ist eine alte Tradition des Fernen Ostens, aber eine, von der ich denke, dass sie hier völlig unbekannt ist. Man könnte die Omikuchi als Orakelzettelchen beschreiben, eine Form der Wahrsage. Man erhält zufällig ein Stäbchen und tauscht es gegen eine göttliche Botschaft ein. Diese Botschaft kommt in Form eines kleinen Stücks Pergament, auf dem Prinzipien geschrieben sind, die beschreiben, was einem Glück oder Unglück bringen wird. Solange man sich die Prinzipien zu Herzen nimmt und sie so gut wie möglich befolgt, wird man sein Glück finden. Die Omikuchi sind für unsere Feierlichkeiten zur Himmelswende im Fernen Osten unerlässlich und es wäre mir eine Ehre, diese Tradition mit den Bewohnern Eoseas zu teilen. Doch leider hat sich bislang kaum jemand für mein Angebot interessiert und das bringt mich zu meiner Bitte. Ich würde mich freuen, wenn du die Stadtbewohner über diese einmalige Gelegenheit informieren könntest. Ich danke dir. Als Einheimischer weißt du sicher besser, wo du nach potenziellen Teilnehmern suchen musst. Ich freue mich darauf, die Seelen zu empfangen, die du mir schickst. Ist das ein Kerl oder ist das eine Frau? Ich bin mir nicht ganz sicher. Da kann man sich heute ja nicht mal ganz so sicher sein. Das weiß man ja meist nicht so. Egal. Passt schon. Passt schon, hätte ich gesagt. So. Oh, wir hätten direkt da vorne zur ewigen Jungfer gehen können. Potato hat mal wieder verkackt. Wie immer eigentlich. Ich habe schon viele Feierlichkeiten zur Himmelswende erlebt, aber ich kann nicht sagen, dass ich von dieser Omikuchi-Geschichte schon mal gehört habe. Klingt interessant. Wenn meine Schicht endet, gehe ich mit ein paar Kameraden rüber. Könnte eine nette Ablenkung sein und ich werde die Gelegenheit nutzen, um die fernöstliche Delegation im Namen des Mahlstroms willkommen zu heißen. Nee, sicher kann man sich heute nicht mehr sein. Das ist nicht mehr ganz so sicher. Mit den ganzen Hasen sieht das eher aus wie Ostern. Ich frage mich, ob das jetzt eine kulturelle Sache ist, die erfunden haben, vielen Gashi, oder ob das irgendwas Japanisches ist. Oder oder Chinesisches oder so, irgendwas, was es in der echten Welt auch gibt. Ich hatte gehört, dass die Leute aus dem Fernen Osten wieder zur Himmelswende hier sind, aber diesmal machen sie auch Wahrsagen, sagst du? Sag mal, geht es dabei auch um Beziehungsfragen? Du weißt schon, zwischen Mann und Frau und so. Wir wissen ja, wen sie, also... Wir kennen das ja durch die Kochquest. Ich frag nur so, das ist alles. Komm ja nicht auf komische Gedanken. Das Lustige ist, stell dir mal vor, wir machen das Quest einfach hier und haben das Gourmet-Quest vorher nicht erlebt. Da wüssten wir gar nicht, wen sie meint und was hier die Sache ist. Aber dadurch, dass wir das Gourmet-Quest gemacht haben, wissen wir genau, worum es hier geht. Jetzt haben wir noch Ostern vorgezogen, ja. Das ist schrecklich hier. Schrecklich, schrecklich. Ich habe auch übrigens neue Emotes, zum Beispiel das hier. Habe ich gekauft. Das hier ist ja auch neu. Habe ich auch gekauft.
Ein Blütenregen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist Nackter. Eine Form der Wahrsage, die im Fernosten praktiziert wird? Ich wette, das würde unsere Kunden faszinieren. Das Glück hilft dir angeblich den Mutigen und den meisten unserer Gäste mangelt es nicht an Verwegenheit. Ich kann gerne ein paar Kunden zu euch schicken, während ich Bestellungen entgegennehme. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, wenn man bedenkt, wie viel Umsatz wir hier während der Himmelswende machen. Eine traditionelle Glücksprobe für das kommende Jahr. Das klingt faszinierend. Als stolzer Ausrichter der Feuermondregens haben wir die Verantwortung, so viel wie möglich von anderen Festen zu lernen. Die Vorstellung, das eigene Glück dem Zufall zu überlassen, ist für meinen Geschmack etwas zu abergläubig, aber ich bin dennoch neugierig. Ich werde sehen, ob einige meiner Kollegen in der Abenteurergilde ebenfalls daran interessiert wären. Ich habe noch mehr Emotes. Noch viel krassere habe ich. Ja, Moment, den habe ich auch noch. Den hier. Den habe ich auch noch. Den habe ich neu durch das Deep Dungeon hier, mir ist heiß. Auch schon abgeschlossen alles. Du hast die Kunde von den Umikuchi verbreitet, meinen aufrichtigsten Dank. Ich gehe davon aus, dass wir bald mit einigen Teilnehmern rechnen können. Bitte bleib doch noch ein wenig und beobachte das Geschehen. Willkommen alle zusammen. Es ist mir eine Freude, euch eine altehrwürdige Wahrsagetradition des Fernen Ostens vorzustellen, die Umikuchi. Der Prozess ist simpel. Man schüttelt einfach diesen Schachtel hier, bis ein Stäbchen rauskommt. Auf diesem befindet sich eine Zahl, die angibt, welche dieser Schubladen man öffnen sollte. In den Schubladen befinden sich kleine Stücke Pergament, auf denen eine göttliche Offenbarung geschrieben steht. Wenn man den Inhalt gelesen hat, kann man das Umikuchi, also das Pergament, an den Ständer neben dem Regal binden. Dadurch soll das Glück noch gestärkt werden, während das Unglück gebannt wird. Es steht einem auch frei, das Pergament bei sich zu behalten, um einen durch das Jahr zu begleiten. Haben wir irgendwelche Freiwilligen, die es probieren möchten? Darf ich das auch machen? Kriege ich das auch eine Weissagung? Ach, ich traue meinen Augen kaum. Auf meinen steht großes Glück. Das ist das Beste, das man bekommen kann, oder? Es steht überhaupt nichts Negatives darauf. Es muss ein Zeichen dafür sein, dass ich mich dieses Jahr voll und ganz dem Abenteuer widmen sollte. Verdammt auch mal. Meines sagt... Großes Unglück. Ich bin verflucht. Verflucht, ich sag's dir. Die Person, auf die du wartest, ist auf dem Weg. Die Liebe deines Lebens wird bald vor deinen Augen auftauchen. Moment mal, das geht jetzt aber alles etwas schnell. Es ist ein bemerkenswertes Gefühl, zu sehen, wie andere die eigene Kultur entdecken und sich amüsieren. Und du? Möchtest du selbst ein Umikuchi ziehen und dein eigenes Glück entdecken? Als Dank für deine Hilfe ist das Erste, das du ziehst, kostenlos. Ja, bitte! Ist das jetzt wirklich zufällig, was ich kriege? Dann leg los und schüttle die Schachtel mal ordentlich durch. Schüttel, 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 schüttel! Großes Glück, bitte. Großes Glück. Und? Eine unbeschreiblich große Menge Glück erwartet dich. Ja! Abenteuer. Glück wartet in jenen Städten, in welcher reges Treiben herrscht. Beziehung. Zeige jeden Dankbarkeit, die dich auf deinen Reisen unterstützen. Vermögen. Beute von unschätzbarem Wert. Sei denen beschert, die sich ihrer Gier entledigen. Konflikte. Richte deinen Blick auf deine Mitstreiter. Sie werden zu deinem Wachstum beitragen. Schicksal. Fülle dein Herz mit Zuneigung gleich Menfina. So sei auch dir Zuneigung anderer gewiss. Yay!
Bin ich sicher, dass ich das... Ich kann das mal ganz kurz groß machen, damit ihr es auch sehen könnt, aber... Dass ich euch nicht angelogen habe. Eine unbeschreiblich große Menge Glück erwartet dich, steht da. Potato kriegt ganz viel Glück. Das war der Beweis. Bitte gestatte mir, dir einmal mehr für deine Hilfe zu danken. Ohne dich hätten all diese Leute hier niemals die Umikuchi für sich entdeckt. Und welches Schicksal die Götter auch immer für dich auserkoren haben, ich bitte dafür, dass das kommende Jahr dir Glück bringen wird. Wäre lustig, wenn das jetzt wirklich Auswirkungen auf das Spiel hätten, ne? Aber wird sich haben. Dass wenn ich irgendwelchen Leuten Guild schenke, am Ende des Jahres irgendwie was geschenkt bekomme oder so. Ah, großes Glück im großen Unglück. Da krieg ich dann die Rüstung. Verzeih mein Lieber, aber dürfte ich dich um einen Moment deiner Zeit bitten? Nicht zuletzt dank deiner Hilfe genießen viele ihrer... Aber es steht Wahrsager, nicht Wahrsagerin. Nicht zuletzt dank deiner Hilfe genießen viele ihrer ersten Erfahrungen mit dem Omikuchi. Für einige scheint dies jedoch eine stressige Erfahrung gewesen zu sein. Diese beiden Abenteurer dort drüben haben zum Beispiel gänzlich unterschiedliche Wahrsagungen erhalten. Großes Glück steht hier. Kannst du es fassen? Das bedeutet, ich habe nichts zu befürchten. Ja, das ist meine Chance, als Abenteurerin groß rauszukommen. Bei den sieben Höllen, was für eine furchtbare Himmelswende das ist. Großes Unglück. Bei solch einem Pech bleibt mir keine andere Wahl, als mich vor Angst wegzuschließen. Sei nicht so entmutigt, mein Freund. Obwohl die Omikuchi Glück und Unglück vorhersagen können, geben sie uns auch eine Orientierung in unserem täglichen Leben. Auch ein großer Segen kann zu einem Fluch werden, wenn man ihn als Freibrief für überstürztes Handeln betrachtet. Und in gleicher Weise kann sogar ein großer Fluch zu einem Segen werden, wenn man seine Warnung beachtet und sein Leben entsprechend danach ausrichtet. Dein Schicksal hängt einzig von dir ab. Du entscheidest, ob es ein Segen oder ein Fluch ist. Das sagst du so. Aber sieh dir mal Hildelana an, wie glücklich sie ist. Ich wünschte, ich würde mich genauso fühlen. Ich fürchte, meine Worte dringen nicht zu ihm durch, aber vielleicht gelingt es dir ja. Könntest du versuchen, ihn ein wenig aufzumuntern? Dann muntern wir ihn mal auf, was? Ach, wehe mir. Was mache ich nur, wenn mich auf Schritt und Tritt das Unglück erwartet? Bordefond ist niedergeschlagen. Vielleicht gibt es etwas, was du tun kannst, um ihn aufzumuntern. Vielleicht aufmuntern? Habe ich denn so? Ah, im Maut aufmuntern. Danke, dass du versuchst, mich aufzumuntern. Ich weiß es wirklich zu schätzen, aber du verstehst die Last nicht, die ich trage. Das große Unglück, das schwer auf meiner Seele liegt. Der Fall ist ernster, als ich dachte. Fallen dir irgendwelche Worte ein, die ihn aus seiner Benommenheit aufrütteln könnten? Du hast recht. Ich darf den Kampf nicht aufgeben. Und dennoch. Fühlst du dich besser, mein Freund? Die Musik. Ich verstehe. Sag mir doch bitte, was genau in der Wahrsagung steht. Wie ich bereits erwähnt habe, sagen die Omikuchi nicht nur das Schicksal voraus, sondern geben auch Orientierung im täglichen Leben. Ich muss gestehen, ich habe nichts außer den Worten großes Unglück gesehen. So schockiert war ich. Ich sollte es wohl mal richtig lesen. Mal sehen. Abenteuer, du musst vor dir selbst an andere denken. Nun, das ist nicht so schlimm. Und als nächstes, Vermögen. Bereite dich darauf vor, deine geschätzte Rüstung zu verlieren.
Es wäre besser gewesen, das verfluchte Ding nicht zu lesen. Diese Rüstung ist mein ganzer Stolz. Ich habe mich bis auf die Knochen abgearbeitet, um mir die Gilde dafür zu verdienen. Und jetzt werde ich alles verlieren. Komm schon, lass uns das Umikuji bis zum Ende lesen. Sieh mal, so wie der Fischer sich regelmäßig um sein Netz kümmert, musst du deine Freundschaften stärken. Lass das Gewebe der Kameradschaft nicht verfallen. Ein weiser Rat, findest du nicht auch? Schätze deine Kameraden und dein Glück kann sich zum Besseren wenden. Und dein Glück. Ja, du hast recht. Ich bin euch beiden zu Dank verpflichtet, dass ihr mir geholfen habt, wieder zur Vernunft zu kommen. Hilfe! Zur Hilfe! Momochi-Meister, beruhig dich und sag uns, was passiert ist. Ich traf gerade meine Vorbereitung für das Mochi-Stampfen, als ich eine junge Abenteurerin mit vorstoßendem Schritt aus der Stadt kommen sah. Zunächst beachtete ich sie nicht weiter, doch dann beobachtete ich entsetzt, wie sie von einigen gewaltigen Kreaturen angegriffen wurde. Die Besten überwältigten sie in wenigen Augenblicken und ich kam so schnell ich konnte hierher gerannt, um Hilfe zu holen. Eine furchtlose junge Abenteurerin, das könnte doch nicht etwa Hildelana sein. Was? Aber wie kann das sein? Sie sollte doch großes Glück haben. Doch jetzt ist nicht die Zeit, über derlei Dinge nachzudenken. Ich muss jetzt zur Hilfe eilen. Auf geht's! Bordefort, warte! Das ist eine beunruhigende Situation. Du scheinst mein außerordentlich versierter Abenteurer zu sein. Könntest du wohl Bordefort nachgehen und ihm notfalls helfen? Dir gebührt unser Dank. Bitte folge mir. Oh, was für Stress macht er? Bringt er sich jetzt rein? Das ist ja unfassbar. Was hat er denn jetzt schon wieder angestellt? Oh mein Gott. Oh, was haben die jetzt wieder angestellt hier? Immer muss Potatoes richten, ne? Wie kleine Kinder. Immer muss Papa Potato vorbeikommen. Du bist mir gefolgt, oder? Wir haben beide ein paar Schläge abbekommen, aber zum Glück atmen wir noch. Ich habe die Anfrage der Gilde ohne Probleme erledigt, aber dann wurde ich übermütig. Wenn Bordefort nicht zu meiner Rettung gekommen wäre, hätte es ein böses Ende nehmen können. Ich habe nur getan, was jeder Freund tun würde, Hildelana. Ich bin einfach froh, dass ich es rechtzeitig geschafft habe. Ich hätte dir das niemals zumuten sollen. Und schau, was aus deiner Rüstung geworden ist. Es tut mir so leid, Bordefort. Wegen mir ist sie kaputt. Ach, ist schon gut. Es ist ein kleiner Preis dafür, eine liebe Freundin zu beschützen. Und einer, den ich immer wieder bereitwillig zahlen würde. Wenn das nicht genau das ist, was das Umikuji vorausgesagt hat. Nun, lass uns in die Stadt zurückkehren. Zunächst mal muss ich den Plattnern einen Besuch abstatten, aber danach schauen wir bei euch vorbei. Was für eine Erleichterung, dass niemand schwere Verletzungen erlitten hat. Lass uns auch zurückgehen. Der Wahrsager wird zweifellos begierig darauf sein, die Neuigkeiten zu hören. Hin und zurück. Seht, ich wurde nicht was gebraucht, Luwusi. Die schicken mich hierher und sagen Hilfe, Hilfe und dann sagen sie, ich schon vorbei. Das sind mir ein paar Experten. Willkommen zurück, mein Lieber. Ich habe gehört, dass alle in Sicherheit sind, aber was ist da draußen passiert? Seid ihr keine Rüstung mehr an. Es ist eine Erleichterung, euch beide gesund und munter zu sehen. Ich mache mir Vorwürfe, dass ich euch so eine schreckliche Tortur aufgelegt habe. Wenn ich die Umikuji nur ausführlich erklärt hätte, wäre vielleicht nichts davon passiert.
Bitte mach dir keine Vorwürfe. Ich bin diejenige, die ihre eigenen Fähigkeiten überschätzt hat. Großes Glück zu haben bedeutet nicht, dass man leichtsinnig sein sollte. Das verstehe ich nun. Und ich hätte es früher gemerkt, wenn ich das Urimikoji vorher richtig gelesen hätte. Abenteuer, der Weg soll denen offen stehen, die ihre Grenzen kennen, heißt es dort. Aber da steht noch mehr. Beziehungen, du sollst mit tapferen Kameraden gesegnet sein. Und das bin ich wahrlich. Oh, dabei fällt mir etwas ein. Was ist denn aus deiner Rüstung geworden? Du wolltest sie reparieren lassen, oder? Leider lässt sie sich nicht mehr reparieren. Mir wurde gesagt, es wäre billiger, gleich ein neues Set anzufertigen. Leider habe ich derzeit nicht die Geld für eine Anschaffung dieser Größenordnung. Ich muss mir eine Alternative überlegen. In diesem Fall glaube ich, dass wir dir behilflich sein können. Wir bieten eine Reihe von Rüstungen als Belohnung für diejenigen an, die zur diesjährigen Himmelswende verdienstvolle Taten vollbracht haben. Du, mein Freund, hast dir ein eigenes Set mehr als verdient. Ernsthaft? Das klingt so gut, um wahr zu sein. Ach, mitnichten, mein Freund. Die Rüstung gehört dir. Hier, warum probierst du sie nicht gleich an? Wenn man eine Rüstung einfach so übergeben könnte, außer Hand, blub, hier und dann neben. Eine Rüstung ist ziemlich viel. Oh, so sehe ich nachher auch aus, ne? Potato Peter Samurai. Ach, das ist ganz schön erstaunlich. Welch ein schönes Rüstungsset. Ich würde fast sagen, meine Wahrsagung lag ganz gänzlich daneben. Lass dir das eine Lehre sein, dass du unabhängig von deinem vermeintlichen Schicksal immer noch die Macht hast, diese selbst zu gestalten. Und ich finde, die Rüstung steht dir gut, wenn ich das hinzufügen darf. Wie du dich vielleicht erinnerst, hat dein Omikuchi dir geraten, die Bedürfnisse anderer vor deine eigenen zu stellen. Und das hast du getan, indem du dein Leben riskiert hast, um deine Kameradin zu retten. Diese selbstlose Tat könnte dein großes Unglück abgewendet haben. Ich verstehe, oder vielleicht auch nicht. Die Funktionsweise der Omikuchi ist mir nicht ganz klar, aber ich weiß, dass ich immer hinter Bordefort stehen werde, so wie er immer hinter mir stand. Und jetzt, da er eine neue Rüstung hat, können wir uns vielleicht auf den Weg machen. Zusammen! Ich kann dir gar nicht genug dafür danken, dass du uns bei den vielen unerwarteten Problemen geholfen hast, die an diesem Tag aufgetreten sind. Ich würde mich geehrt fühlen, wenn du ein eigenes Rüstungsset annehmen würdest. Solltest du darüber hinaus noch weitere Omikuchi ziehen wollen, bin ich dir gerne behilflich. Ich hoffe, dich vor dem Ende der Feierlichkeit noch häufig wiederzusehen. Abschließen. Für den Rest der Feierlichkeiten zur Himmelswende kannst du bei den fernöstlichen Wahrsager Omikuchi erhalten. Aber wozu? Gibt's auch einen Buff oder so? Habe ich auch einen Buff bekommen dadurch? Nö, ne? Nö. Nö. Nichts dergleichen. Erstmal einen Banner brauche ich nicht. Ja, ich muss ganz kurz ins Kneipenzimmer gehen, dann kann ich mich umziehen. Oder wir gehen hier bei der Achterburg, da geht's auch. Im Kommandozimmer. Ich bin schon auf dem Weg, mich umzuziehen. Dam 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 dam. Himmelswende-Krieger muss das ja sein, ne? Aber macht das einen Unterschied? Ich habe keinen da, der das Spiel kennt. Ich frage mich gerade, ob es einen Unterschied macht, ob ich es jetzt hier reinpacke oder ob ich es ins Kostbarkeitenkabinett packe. Ich kann sie jederzeit wieder rausholen. Ne? So.
nur die Frage, was ich das. Ich könnte auch das hier nehmen, aber. Oder das hier. Kann man das Fenster eigentlich auch größer machen? Ja. Da seht ihr das auch ein bisschen besser. Ich frage mich, ob man das auch färben kann. Da muss ich aber, glaube ich, wieder rausholen für. Habe ich noch auch was für den Kopf, was noch ganz nett aussieht? Das sieht grauenvoll aus. Das soll ein roter Hut sein? Wo ist denn da der Hut? Achso, das ist, weil ich das nicht ausrüsten kann oder was? Weil ich falsche Klasse. Aber ist das nur für Frauen? Nee, das ist auch für alle. Das habe ich auch gefunden. Ja, ich glaube, ich lasse das so, wie es jetzt ist. So, dann wechseln wir mal die Projektionsplatte für die Ausrüstung. Tada! Potato Pet der Samurai. Ich gucke jetzt mal ganz kurz nach. Aber Samurai ist das richtige Wort für die Rüstung tatsächlich. Es gibt noch so andere Worte. Oh, wie hießen die doch alle nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Naja. Irgendjemand wird es bestimmt in die Kommentare am Anfang schreiben. Ich würde es halt gerne färben. Vielleicht orange oder so. Keine Ahnung. Oder gelb. Einfach damit ich ein bisschen was anderes habe als Standardfarbe. Ich weiß nicht, ob es färbbar ist, das ist das Problem. Das ist halt so ein Problem. Aber dann gehen wir auf nach Ishgard. Wir wollen ja noch das Samurai-Quest erledigen. Wir sind ja noch nicht mal würdig, die Rüstung zu tragen, wenn ich ehrlich bin. Wir sind eigentlich gar nicht würdig, diese Rüstung zu tragen. Wir müssen auch erst noch lernen von unserem Meister. Okay, wir müssen doch nach unten. Oder ist in der Kneipe drin? Die verschneite Landschaft sieht bezaubernd aus. Wenn man weit genug reist, kann man also auch hier in Eosea die Schönheit der vier Jahreszeiten bewundern. Du weißt, was du zu tun hast. Stehle weiter deinen Geist und deinen Körper, bis wir das Böse ausfindig gemacht haben. Momotsugu hat ein herzzerreißendes Gerücht aufgeschnappt, dem Musosai sich widmen will. Potato, in deinen Augen sehe ich, dass du zu einem richtigen, charakterfesten Samurai herangereift bist. Unsere bisherige Reise hat sich bezahlt gemacht. Es erfüllt mich mit Freude, deine Fortschritte zu beobachten. Wir haben in dieser frostigen Stadt Nachforschung angestellt und dabei eine Geschichte gehört, die Momotsugu richtig mitgenommen hat. Als ich sie hörte, kamen die Tränen. Und wenn ich darüber spreche, muss ich wieder weinen. Sie handelt von zwei verarmten Liebenden, die sich im westlichen Hochland von Körters zusammen in den Tod gestürzt haben sollen. Der zweitgeborene Sohn einer der hiesigen Adelsfamilien hat es uns erzählt. Ein Adeliger unter Rangesnamen namens Honfranc hat sich in die Frau verguckt und wollte sie für sich, also hat er die beiden mit Gewalt auseinandergerissen. Die Frau jedoch floh und wollte lieber mit ihrem Geliebten zusammen sterben. Sich zwischen zwei Liebende zu stellen ist unverzeihlich. Diesen blaublütigen Mistkerl soll das Gesäß auf dem Klo festfrieren und dann soll ihn der Blitz treffen. Allerdings können wir nicht alleine aufgrund eines Gerüchts ein Urteil über jemanden fällen. Wir sollten uns erstmal in den Schwaden über das Paar umhören, das Selbstmord begangen haben soll.
harte Themen, Selbstmord. Allein, dass ich das Wort jetzt gesagt habe, heißt, ich kann das Video hier zum Beispiel, wenn ich das wollte, könnte ich dieses Video nicht mal auf YouTube monetarisieren. Wegen der Themenwahl. Spiel, warum tust du das? Ach, die beiden tun mir furchtbar leid. Ich finde es doch seltsam, dass sie bis ins westliche Hochland geflohen sind, um sich in den Tod zu stürzen. Das ging ja hier in Ishgard doch genauso gut. Das stimmt, schon ein bisschen merkwürdig, dass sie geflohen sein sollen dahin. Warum? Wozu? Man kann auch einfach hier runterspringen. Ach, vielleicht haben sie da irgendwie so einen Spot, so einen gemeinsamen. Ein Spot der Liebe. Natürlich habe ich von den beiden gehört. Mit ihrem Glück war es zu Ende, als Hanfranc sich in das Mädchen verguckte. Er ist ein gieriger Bastard, genau wie sein Vater, Fürst Idranor. Die Furie behüte dich, wenn du zwischen ihn und das gerätst, was er haben will. Das sind Namen. Selbstmord? Von wegen. Ich habe die beiden gekannt und glaub mir, die haben sich nicht das Leben genommen, nur weil sich jemand zwischen sie gestellt hat. Also vielleicht sind sie auch einfach nur geflohen. Das Lustige ist, dieser NPC versucht schon seitdem ich hier bin, versucht er diesen Stein zu heben. Der macht nichts anderes in seinem Leben. Oder er mordet, das geht natürlich auch. Dann muss er sterben. Irgendetwas scheint faul zu sein an diesem Selbstmord und dem werden wir nachgehen. Doch zuerst müssen wir uns um ein anderes Problem kümmern. Momotsigo ist schon wieder verschwunden. Ah, Hilfe! Momotsigo, er steckt in Schwierigkeiten. Komm, Potato! Dieser Knopf stammt von Momotsigos Kleidung. Er muss gerade noch hier gewesen sein. Dieser Typ, war das ein Freund von euch? Er hat mir gerade Fragen zu dem Doppelselbstmord gestellt, als ein paar Männer kamen und ihn wegzehrten. Die waren ziemlich rabiat. Ich will nicht hineingezogen werden. Ich verschwinde von hier. Jemand gefällt es offenbar ganz und gar nicht, dass wir hier rumschnüffeln. Es ist an der Zeit, diesen Hanfranc direkt zu konfrontieren. Ich habe ihn vorhin bei der letzten Wacht gesehen. Wenn wir Glück haben, ist er noch dort. Nee, den Lalafell kann man keine 5 Minuten außer Augen lassen. Der ist sofort weg. Das ist... ja. Wir müssen ins Strebewerk? Nee. Nee, das stimmt nicht. Ach doch, aber da vorne kann man zum Strebe weg, das wusste ich, dachte, da geht's zum Wohnbezirk. Ah, nee. Ah, keine Ahnung, egal. Strebeberg ist schon richtig gewesen. Ich wusste nicht, dass da auch ein Weg dahin ist, aber egal, wir teleportieren uns, geht schneller. Du Übeltäter! Geht weg! Lass mich in Ruhe sterben! Wenn du dein Leben wegwerfen willst, werde ich dich nicht aufhalten. Zuvor musst du mir jedoch eine Frage beantworten. Unser Begleiter wurde von Unbekannten entführt, als er Nachforschung zu den kürzlich begangenen Selbstmorden anstellte. Wir vermuten, dass mehr hinter dem Tod der beiden Liebenden steckt, als es den Anschein hat. Sag uns, was wirklich geschehen ist. Ich habe mich zwischen sie gestellt, so viel ist wahr, aber sie haben sich nicht selbst umgebracht. Eines Abends brachte ich das Mädchen in unser Anwesen und sie entdeckte etwas, das niemand erfahren durfte. Sie fand heraus, dass mein Vater illegal mit Furiten handelt. Ich flehte meinen Vater an, darüber hinwegzusehen und versuchte ihn zu überzeugen, dass sie es niemandem sagen würde, doch er ließ sich nicht bekehren. Er befahl, sie ins westliche Hochland zu bringen zu lassen, wo sie und ihn gleich mit wie ein Selbstmord von unglücklich Verliebten aussehen zu lassen. Hoi, Götter, ich habe sie wirklich geliebt. Und was euren Freund angeht, ich fürchte, dass sie auch ihn zum Schweigen bringen werden. Bestimmt werden sie ihn zur Schwarzeisenbrücke bringen, genau wie die anderen. Danke für deine Ehrlichkeit. Ich werde dich, wie gesagt, nicht von deiner Torheit abhalten. Doch du solltest bedenken, dass du noch jung bist. Im Gegensatz zu mir hast du dein ganzes Leben noch vor dir. Du kannst doch mal neu anfangen. Denk daran, bevor du etwas Unüberlegtes tust.
Wir dürfen keine Zeit verlieren. Potato, auf zur Schwarzeisenbrücke. Ah, hier ist der Unterschied krass, oder? Das ist normal, das ist mit den Shadern, die ich drin habe. Ich finde, das sieht viel fresher aus, jetzt viel kälter auch. Ich muss die Reittiermusik mal wieder abstellen, ne? Es wird schon langsam wieder ein bisschen nervig. Die normale Musik reicht ja. Ey, ihr Bösewichter! Potato ist da! Zieh dein Katana, du wirst angegriffen, ja. Sag an! Tenkagoken! Danke! Ich dachte wirklich, diesmal wäre es an mich geschehen. Vergib mir bitte mein spätes Eintreffen. In diesem Schnee kommt man einfach nicht vorwärts. Du bist also der herzlose Hundesohn, der den Tod von zwei Unschuldigen zu verantworten hat. Das Spiel ist aus. Hier ist gar nichts aus. Wenn ihr mich für so unfähig wie diese Söldner haltet, dann werdet ihr es bereuen. Nicht das kleinste Fünkchen Reumütigkeit. So sei es. Du wirst so sterben, wie du es verdient hast. Schling. Damit ist unsere Pflicht hier erfüllt. Muss so sein. Diese Kälte ist Gift für meine alten Knochen. Nun, laut Momotsigo haben wir alle großen Städte Eoseas bereist und für das Gute gekämpft. Momotsigo, ich danke dir für deine bisherige Unterstützung. Was nun noch zu tun bleibt, ist die Beseitigung des wirklichen Inbegriffs des Bösen, Kugarashi. Potato, auf unserer Reise ist aus dir ein nobler Samurai geworden. Wenn du Kugarashi niederstreckst, ist deine Ausbildung als Samurai beendet. Lass uns erstmal nach Ishka zurückkehren. Ich glaube, dass unser Meister es nicht mehr lange machen wird, wenn ich ehrlich bin. Was ein bisschen traurig ist, ne? Potato, etwas Schlimmes ist passiert. Gleich nachdem wir die Stadt erreichten, ist Musosai zusammengebrochen. Er ruht sich jetzt in der Herberge aus. Der Arzt hat mir anvertraut, dass der Alte an einer schweren Krankheit leidet. Während unserer Reise hat er sich unentwegt überanstrengt. Ihm bleibt nicht mehr viel Zeit. Er schien sich so darauf zu freuen, das Ende deiner Ausbildung zu erleben. Doch wenn ich bedenke, wie schlecht es nun um mich steht. Potato, weißt du, warum der alte Musosai sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, nur um diesen Kogarashi auf die Schliche zu kommen? Er muss ja einen wirklich triftigen Grund haben. Vielleicht können wir ihm dabei helfen, diese letzte Etappe seiner Reise erfolgreich zu beenden. Fürs Erste können wir allerdings nichts tun. Ich werde mich um ihn kümmern, so gut ich kann. Sobald sich sein Zustand bessert, wirst du es als Erster von mir erfahren. Oh mein Gott, liebe Freunde. Ich tue mir so leid, dass ich auch mit dem Cliffhanger in diesem Part hier zurücklassen muss. Aber wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.